endlich mal wieder eine Rezension von mir. Und zwar im Zuge meiner Neuerscheinungs-Challenge, die ich dieses Jahr gestartet habe. Ich möchte jeden Monat ein Buch, das neu erscheint in diesem Monat, kaufen, in dem Monat lesen und für euch rezensieren. Das habe ich im Januar nicht gemacht, weil ich das Buch für Januar abgebrochen habe. Im Februar habe ich das gemacht. Die Rezension verlinke ich euch in der Infobox. Das war ja die zu dem Buch von Maya Shepherd. Und im März habe ich das natürlich auch gemacht. Ich habe das Buch gekauft, gelesen und werde es jetzt für euch rezensieren. Und zwar Die Stille meiner Worte von Ava Reid. Dieses Buch ist ein Jugendbuch, diesen Monat erschienen, surprise. Und hier geht es um Hannah. Hannah trauert, denn ihre Zwillingsschwester ist gestorben. Und wir wissen am Anfang nicht viel mehr als das. Wir wissen nur, es geht ihr schlecht, sie trauert und sie spricht nicht mehr, weil sie trauert. Sie kann nicht mehr sprechen, sie möchte es gerne, aber ihr fehlen nicht die Worte, sie hat die Worte, aber sie kann sie nicht rauslassen sozusagen. Und deswegen heißt das Ganze auch Die Stille meiner Worte. Eben weil sie gerne sprechen würde, sie aber wie gelähmt ist auf diesem Gebiet, aufgrund des Verlustes durch ihre Schwester. Und ja, ich möchte gerne mehr erzählen, weil es so viel zu erzählen gibt, aber zum Inhalt werde ich nicht mehr sagen, weil ich nicht spoilern möchte und ich selber von dem Rest der Geschichte überrascht wurde und das solltet ihr auch. Und deswegen sage ich dazu nichts mehr. Jetzt sage ich euch allerdings, wie ich das Ganze finde, denn das hier ist eines der besten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Es ist eines meiner absoluten Jahreshighlights. Ich kann es euch so sehr ans Herz legen. Also dieses Buch müssen wirklich alle lesen. Und es ist mir egal, ob Jugendbuch nicht so euer Genre ist oder ob ihr denkt, traurige Bücher sind nicht so meins. Denn das hier ist kein trauriges Buch. Hier geht es nicht um die Traurigkeit. Hier geht es am Anfang um die Trauer, um darum, was es mit dem Menschen macht. Und es geht aber dann eigentlich um die Hoffnung, die man wieder fassen kann. Und die Frage, wie kann man wieder Hoffnung fassen? Gibt es da Möglichkeiten? Und gibt es für Hannah Möglichkeiten, mit sich und diesem Leben und auch dem, was passiert ist, klarzukommen. Und ich finde, das ist so wahnsinnig gut gemacht. Also ich habe lange überlegt, wie ich diese Rezension gestalte, weil ich hoffe, dass meine Begeisterung für dieses Buch wirklich rüberkommt. Einfach weil ich möchte, dass dieses Buch von allen gelesen wird. Es ist so wunderschön. Jetzt zeige ich euch kurz, warum dieses Buch so wunderschön ist. Und zwar angefangen beim Schreibstil. Der ist sehr, sehr gut gemacht. Man kann Hannah zu jedem Zeitpunkt absolut nachvollziehen. Es ist zum Großteil aus ihrer Sicht geschrieben, nicht komplett. Es gibt noch einen zweiten Charakter, Levi, aus dessen Sicht auch ein paar Kapitel geschrieben sind. Aber der Großteil, gerade am Anfang, ist aus Hannas Sicht geschrieben. Dadurch lernen wir sehr, sehr viel über Hannah, aber auch über die anderen Charaktere, weil Hannah zwar nicht sprechen kann, sie sieht und hört natürlich alles um sie herum. Und sie, ist natürlich gehandicapt dadurch, dass sie nicht sprechen kann, obwohl sie es gerne würde. Aber sie ist vor allem dadurch gehandicapt, was passiert ist und dass sie nicht davon loskommt. Und es ist sehr, sehr tragisch am Anfang. Also man fühlt mit ihr mit, man leidet mit ihr mit. Und ja, man geht auch diesen Weg, denn die Entwicklung der Charaktere ist wirklich Wahnsinn. Dazu komme ich gleich noch. Erstmal nochmal zum Schreibstil. Im ersten Kapitel hatte ich ein bisschen Sorgen, weil sehr, sehr viele Metaphern und Vergleiche angeführt wurden. Das ist aber wirklich nur im ersten Kapitel so. Und wenn ich Notizen machen würde, ich bin ja niemand, der Zitate aus Büchern rausschreibt oder sich so Notizzettel am Rand macht oder so, würde ich das machen, wären hier 1000 dieser Zettel drin, weil man wirklich jede zweite Seite perfekt zitieren kann. Das sind wunderschöne Stellen drin, so tolle Sachen, die die Charaktere sagen, aber auch die Hannah für sich erkennt und wahrnimmt. Und es ist so toll geschrieben. Es ist wirklich packend. Es zieht einen emotional komplett rein. Also, das war wirklich, wirklich hammermäßig. Ein tolles Buch. Und das erste, was ich von Ava Reid gelesen habe, und allein schon vom Schreibstil her, möchte ich unbedingt mehr lesen, denn das war wirklich toll geschrieben. Die Charaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Hannah ist eine Protagonistin, die man komplett nachvollziehen kann, die aber auch ihre eigenen Geheimnisse hat, die wir nach und nach mit ihr, entdecken sozusagen. Also sie kennt ihre Geheimnisse natürlich, sie rennt aber ein bisschen vor ihnen weg. Und wir als Leser entdecken das nach und nach. Und die anderen Charaktere außenrum versuchen ja auch zu entdecken, was bei ihr los ist, weil sie nicht spricht. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und diese Entwicklung, die die Charaktere nehmen, also nicht nur Hannah, sondern wir haben hier noch ein paar andere Charaktere, ein paar in ihrem Alter und ein paar nicht in ihrem Alter, die ebenfalls tolle Entwicklungen durchmachen und die wir auch nach und nach kennen und lieben lernen, weil diese Charaktere so liebevoll behandelt werden, mit so viel Tiefe behandelt werden. Und gerade Hannah und Levi, die ja unsere Protagonisten sind, sind wirklich toll gemacht, also wirklich großartig gemacht. Und was ich so mag ist,
dass ich am Anfang dachte, dass es eine Liebesgeschichte ist, weil ja auch im Klappentext stand, sie trifft dann auf Levi und Levi möchte unbedingt wissen, wer sie ist. Und ich fand, das klang, als würde sich das zu einer Liebesgeschichte entwickeln. Tut es nicht. Also natürlich lernen die beiden sich kennen und natürlich verbindet sie dann irgendwann einiges, weil er wirklich wissen will, wer sie ist. Es ist aber keine Liebesgeschichte und es geht an keinem Punkt wirklich darum, sondern es geht, ja, es geht um Hannah und es geht um... Es geht auch ein bisschen um Levi und darum, wie er mit allem fertig wird und wie er versucht, ihr zu helfen. Aber es ist keine Liebesgeschichte. Und ich glaube, das Wort Liebe kommt nicht einmal hier drin vor. Ich bin mir nicht mal sicher. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, auch sehr positiv überrascht, weil die Wahrnehmung der Charaktere so realistisch ist und so toll ist und man das nach und nach miterfährt. Und das ist eben etwas, was in vielen Jugendbüchern fehlt, weil da geht es ganz auch häufig darum, sobald ein Mädchen oder ein Junge aufeinandertreffen, oh, der ist so sexy, der sieht so toll aus. Und hier geht es aber nicht darum. Hier geht es darum, wie einfach Charaktere, Figuren aufeinandertreffen, die ja eben dann sich versuchen, gegenseitig zu helfen oder nicht zu helfen. Und ich finde es so wahnsinnig toll, es ist so wahnsinnig inspirierend auch. Also viele Gedanken, die hier geäußert werden, regen zum Nachdenken an und sind sehr inspirierend. Es ist aber keineswegs eine tief traurige Geschichte. Und das, obwohl ich am Ende Rotz und Wasser geheult habe. Also ich habe wirklich geflennt am Ende. Es war sehr, sehr emotional. Es hat einen auch einfach, also mich emotional sehr gepackt. Und das finde ich das Tolle an dieser Geschichte. Die erreicht einen so tief im Herzen, die macht so viel mit einem und gleichzeitig ist es so eine schöne Geschichte und eine toll erzählte Geschichte. Das ist auf jeden Fall wert. Also die Atmosphäre ist super schön. Man denkt am Anfang, okay, das ist jetzt einfach nur eine tragische Geschichte. Da steckt aber so viel Tiefe drin in diesem Buch und so viel Emotion. Oh, Wahnsinn. Also ihr merkt schon, ich könnte stundenlang über dieses Buch Lobgesänge aussprechen, weil ich es einfach so toll fand. Und ich wusste von Anfang an, dass das Potenzial hat mir gut zu gefallen, weil ich fand, dass der Klappentext sehr gut klang. Ich hätte aber nie mit dieser Emotionalität gerechnet. Also es ist wirklich eine sehr emotionale Geschichte. Und die Charaktere sind mir so ans Herz gewachsen. Also besonders der Kater. Hier gibt es einen Kater drin. Seht ihr hier auch? Mo, der Kater. Oh. Also ich bin echt kein Katzenmensch, aber nach diesem Buch habe ich echt gedacht, also Mo wäre auch was für mich, der könnte mir auch aushelfen. Und das war einfach so schön, weil alle Details, die hier vorkamen, so schön ineinander gewebt wurden. Und die Entwicklung von Hannah so schön dargestellt wird, so nach und nach, dass man gut mitfühlen kann, gut mitdenken kann und sie auch einfach inspirierend ist, finde ich. Und das hier ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hoffe, dass in Rezensionen wie diesen Wiederholungen dazu führen, dass ihr alle dieses Buch euch irgendwie holt, weil es das einfach total wert ist. Also es ist so ein tolles Buch. 5 Sterne auf jeden Fall, 5 Punkte. Ich finde es fantastisch und ich finde auch, dass das hier ein Buch ist, was jeder gelesen haben sollte, weil es die Grenzen sprengt irgendwo. Also bei vielen Büchern gibt es das ja, wenn einem das und das nicht gefällt, dann ist es nichts für einen und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei diesem Buch finde ich, man hat nicht so wirklich eine Entschuldigung oder eine Ausrede, warum man sagt, dass es nichts für einen ist, weil dieses Buch einem sehr gut weiterhilft. Es ist inspirierend, es ist emotional und ich glaube, es könnte einfach für jeden was sein. Also ich kenne nicht eine Person, wo ich sagen würde, das ist so gar nichts für dich. Abgesehen von meinem Freund vielleicht, der einen sich einfach gar nicht liest und der auch nur, wenn überhaupt, dann nur Wissenschaftsliteratur liest. Da ist es vielleicht eine Ausnahme. Aber für alle Leseratten ist es auf jeden Fall was. Ja, und es ist einfach von innen mindestens, wenn nicht sogar noch schöner als von außen. Und ich kann es euch so, so, so sehr ans Herz legen. Ich hoffe so sehr, dass ich euch hiermit bewegen kann, dieses Buch mal in die Hand zu nehmen und es zu lesen, weil es mir so, so viel bedeutet. Ich habe auch das Gefühl, dass mir dieses Buch selber viel gegeben hat, also meiner privaten Situation heraus und auch ja für mich selber habe ich das Gefühl, dass ich hieraus einiges mitnehmen konnte und dass mir das viel gegeben hat. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, deswegen wird dieses Buch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich hoffe einfach so sehr, dass ihr es wenigstens mal anguckt, dass ihr wenigstens mal reinlest und euch davon überzeugen lasst, dass dieses Buch wirklich, wirklich toll ist. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ich es endlich geschafft habe, euch dazu zu überreden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr es schon gelesen habt, was findet ihr denn? Findet ihr dieses Buch genauso toll wie ich oder ist es nicht so euers? Ich könnte es nicht nachvollziehen, aber ihr könnt es mir gerne schreiben. Nein, Quatsch. Also klar, Meinung ist Meinung. Aber ich würde mich sehr dafür interessieren, falls ihr es schon gelesen habt, wie ihr das Ganze findet. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, möchtet ihr es vielleicht lesen? Habe ich euch vielleicht überzeugt? Das wäre natürlich wahnsinnig toll, weil dieses Buch ist so, so, so wunderschön. Ja, bevor ich mich jetzt noch 10.000 Mal wiederhole, beende ich diese Rezension an dieser Stelle. Alle weiteren Informationen zum Buch findet ihr in der Infobox. Es war mein erstes Buch von Ava Reid. Es wird aber definitiv nicht das letzte sein, weil es mich so umgehauen hat. Und ja,
Das war's an dieser Stelle. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze selber seht, ob ihr das Buch gelesen habt, ob ihr es lesen möchtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!